Bereits zum 21. Mal geht der Oberbank Linz-Donau-Marathon über die Bühne. Schon der Start auf der Autobahnbrücke liefert ein beeindruckendes Bild. Es ist schön zu sehen, dass diese Idee, die wir da geboren haben und auch mit der Autobahnbrücke, das war auch kein leichtes Unterfangen, so weiterleben kann. Der intensive Regen der letzten Tage ist zum Glück ausgeblieben. Ein paar wenige Schauer zwischendurch tun der Stimmung keinen Abbruch. Aus insgesamt 74 Nationen gehen die Läuferinnen und Läufer an den Start und das in den unterschiedlichsten Bewerben. In der Königsdisziplin über eine Distanz von 42,195 Kilometer gibt es in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge einen neuen Streckenrekord zu verzeichnen und den sichert sich die Kenianerin Thekla Jebet mit einer Zeit von 2:27,18. Um mehr als 3 Minuten liegt sie unter der bisherigen Bestmarke. Gratulation an dieser Stelle. Thank you for inviting me to be. Ich bin glücklich und dankbar, dass mich Linz zum Marathon eingeladen hat. Der Lauf war perfekt, das Wetter nicht ganz, aber ich bin wie gesagt überglücklich. I'm happy. Der zweite Platz geht an die Deutsche Domenica Meyer, die zum ersten Mal in der Landeshauptstadt mit dabei ist. Ich wollte eigentlich natürlich ganz oben stehen, aber es war richtig hart für mich vom ersten Meter an. Und ich bin einfach froh, dass ich überhaupt im Ziel angekommen bin, ja. Bei den Herren heißt der große Gewinner Simon Boch. Der Deutsche kommt mit einer Zeit knapp unter 2 Stunden und 10 Minuten ins Ziel. Ich habe gewonnen, was perfekt ist. Für mich war natürlich das absolute Oberziel, die 2:08:10 zu unterbieten. Das habe ich jetzt nicht ganz geschafft, aber ich habe eine Bestzeit geschafft und bin zufrieden, dass ich mich weiterentwickeln konnte, damit ich noch näher jetzt an diese Norm rankomme. Das Einzige, was heute wirklich ein Handicap war, war der nasse, rutschige Boden bei den engen Kurven. Aber ansonsten war es, glaube ich, ein ganz gutes Laufwetter. Und das zeigen auch die Zeiten. 2:27,18 kann sich sehen lassen bei den Damen. Und auch die 2:09,25 von Simon Boch sind eine sehr akzeptable Zeit. Ich habe ja gesagt, das Wetter heute wird für schnelle Zeiten sorgen. Und das haben wir ja gesehen, der Marathon-Sieger mit 2:09,25 ist eine super Zeit. Und auch ich persönlich habe in der Klasse über 60 eigentlich auch eine Rekordzeit für mich. Wir sind von Anfang an Mitveranstalter dieses Linz-Marathons und ich bin begeistert, wie sich der wirklich von Jahr zu Jahr entwickelt. Ich sage mal, was wäre dieser Marathon ohne die vielen Anfeuerer, die hier am Streckenrand stehen? Die sind fast so wichtig wie die Läufer selbst. Der Oberbank Linz-Donau-Marathon, also mit einem neuen Streckenrekord bei den Damen und mit ganz vielen glücklichen Gesichtern, bei denen es einfach nur ums Dabeisein geht, denn jeder ist hier ein Gewinner.